Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Genau, und das ist meine Ernte. Deine Ernte ist noch nicht erntereif, ja. Haben wir noch irgendeine Kiste, wo ich alles einfach mal reinhauen kann? Ah, die noch nicht zerstört habe. Die In hat noch Platz. der Garage oder im Haus? In der Garage. Die du nicht zerstört hast. Ja, weil ich schlecht. Oh Gott. Muss man nicht genauer haben. Müssen wir nicht drüber reden. Nein, alles gut. Alles gut. Habe ich das Benzin da gelassen? Was ist los? Eingestellt, sondern die ganze Zeit frei umschauen. Das weiß ich auch nicht, wie du das gemacht hast. Jetzt wieder. Ah, einmal auf die linke Maustaste. Dann muss man das ziehen. Was musste ich mir gedrückt halten? Ah, es ist. Wenn man die rechte Maustaste macht, dann kann ich drücken. Du musst, glaube ich, deine Kopfhörer mal runter machen und dein Mikro. Oh, Entschuldigung. Ja, danke. Genau. Da hört man dich ja besser. Oh, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Sorry. Ja, Taschenlampe brauchen wir nicht. Viel Essen heute, ne? Na, siehst du. Mein Essen ist besser. Nimm's Also mit, in dann diesen verhungern wir Versorgungen. nicht. Also in diesen Versorgungsdingern, die runterkommen, ist echt fast nur noch Essen drin, ne? Oder Ja. war da auch durchaus mal so was wie ein Eine erste Salat? Hilfe habe ich da auch schon rausgeholt, aber. Ja. Oder so was wie Erdbeber oder so? Fehlanzeige. Kann sein, dass es auch Zufall ist. Also vielleicht am Anfang, wenn es dir schlecht geht, eher Erdbohrer findest oder so. Und später, wenn du halt gut bist, also schon hochgelevelt bist, dann kriegst du noch Müll. Keine Ahnung. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen, weil wir haben ja letzte Folge gesehen, hier sind viele Löcher im Boden, sagte sie und fuhr fast in ein Loch. Mach doch sowas nicht. Kannst du die Löcher voll Frames machen? Ist eigentlich keine schlechte Idee. Nach diesem Geräusch zu urteilen, bist du in einem Loch gefallen. Nein, nur fast. Aber ich mache jetzt tatsächlich das, was du gerade gesagt hast. Ich fülle die Löcher mit Frames. Warte mal, mach ich das Loch mal. Schnauze! Ich mache hier Ausbesserungsarbeiten in eurer kaputten Straße. Also haltet die Klappe. Frames kosten ja nix. Nee, aber der Zombie sollte da mal aufhören zu meckern, wenn ich seine Löcher hier stopfe. Alter, du kriegst jetzt was auf die Fresse. Nicht so aggro. Bin ich aggro? Ach, du warst auf der Parallelstraße. Ja. Ich war auf der Haupt, du bist auf der Parallelstraße. Ach, scheiße, ich weiß nicht, warum du auf der Parallel bist und ich nicht. Wo ist das denn? Ich dachte, das ist eine Kiste. Weil ich falsch gefahren bin.
Dü-düm. Wäre richtig, ich fahre ja in die Wüste wieder, oder nicht? Oder haben wir es markiert? Also ich habe es für mich markiert. Ich nicht, weil ich weiß nicht, wo du da lang fährst. Ach, Heinrich, Heinrich, Heinrich. Ich habe mein Ziel markiert, ja, aber nicht da, wo wir gestern waren. Oh, hier ist ein Junkyard. Oh, da ist ein Auto. Aber eigentlich brauchen wir die jetzt nicht, weil wir haben in der Nacht festgestellt, dass wir noch relativ viele Motoren haben, ja. Und Batterien. Können wir uns totschmeißen mit. Man muss nur die richtige Kiste finden. Genau. Oh, fahren wir mal ein bisschen querfeld ein hier. Ich noch nicht, ich bin im Scheißgebiet. Ja, ich bin direkt auf der Grenze, Wüste, Scheißgebiet. Und ich fahre gerade so auf dem Wüstenzeug. Ist das hier sogar eine Straße? Ich weiß es nicht. Ich fahre lieber daneben. Ups. Oh nein, es wäre tatsächlich eine Straße gewesen. Ach, du bist höher als ich, ne? Achso, es ist eine Straße. Ja, man sieht das so scheiße. Was ist das denn hier? Eingezäunt? Ach, ein Friedhof. Lass mich raten, da sind Zombies auf dem Friedhof. Keine Ahnung. Ich fahre einfach weiter, ich will in die Schlucht. Speedlimit 25, ja, ja. Ah, der Friedhof hat ja schöne Mauern, also schöne... Drinks and Shakes. Ups. Ja. Was beim Ausgrabungspunkt sehe ich gerade. Du mich erschreckt, Kumpel. Och. Hinter dir. Alter! Alter! Arschloch. Aber das scheint doch irgendwie oben noch was zu sein, oder? Ist das einfach nur so hoch? Nee, ist nur so hoch, das Gebäude. Jetzt war seitlich noch was drin. Oh, ich komme. Ah. Wollt mal Moped nur näher ranpacken. So. Da, wo du gerade reingehst, war noch eine Kiste letztes Mal. Nee, da nicht. Okay. So, gehen wir wieder runter. Auf ein neues. Was jetzt sein kann, ist, wie dass die ganzen Zombies nachgespawnt sind, ne? Ich glaube, so schnell spawnen die nicht, oder? Aber bisher sieht's gut aus. Wow! Hinter dir! Vorsicht! Schneller! Na, so schnell spawnen die doch. Wir haben ihn ja gut weggeköpft. Ja, ich guck gerade nur. Ah, hier war der Balkon und hier geht's irgendwie auch runter. Müsste man sich mit Frames so ein bisschen basteln, ne? Oh, da geht das ganze Teil ab. Upsi, upsi.
ganz kurz. Das ist bestimmt wieder Blei, ne? Aber 6000, das ist kein Blei. Da kriegen wir gleich hier was Tolles raus. 7000 ist er stark. Hau da mal mit gegen. Ja, ich bin. Ich hab schon einen Diamant und einen Goldknüppel. Ich hab einen Silbernugget. Noch einen Silbernugget. Goldnugget. Sieht aus wie Blei, ist ja echt gefährlich, du. Dass man das nämlich übersieht. Ja. Sie haben nach Mithril gesucht. Zu tief haben sie geschürft. Boah, da ist noch so einer. Cool. Gibt's da auch von Adern quasi, oder was? Bisher hatten wir sie immer nur einzeln erwischt, ne? So, 3 Goldnuggets und 7 Silbernuggets. War nicht schlecht. Du hast ja bestimmt auch noch was. Ja. Achso. Kommt man da jetzt. Oh. Nee, das ist Blei. Jawohl. Mir fällt gerade ein, ich muss gerade weißt du noch, wo dieser Bär in diesem Loch war? In diesem Loch war ein Bär? Nee, ich meine nur allgemein. Kannst du dich noch an die Situation erinnern mit dem Bären? Nicht, dass es da noch ein Bär links oder rechts ist, den wir gerade nicht sehen. Whee! Das stinkt nach Falle. Ah, da ist auch einer. 2. Schnelle sogar. Oh. Wie gut, dass wir hier oben sind. Die hauen sich da alles kaputt, oh. Hör mal auf zu laufen, da kann man doch gar nicht treffen. Ah, oh, jetzt läuft er weg. Da muss der andere dann glauben. Scheiße, ey. Wieder. Hallo. Bleib doch mal stehen. Och Mann, ich komme mit dem Ziel nicht hinterher. So, einer ist hinauf. Ja, darauf trinke ich erstmal ein. Und hau weg die Scheiße. Oh, ich habe bestimmt schon 5-mal daneben geschossen. 5-mal? Ey! Jetzt aber, hahaha. Jo, das war's. So, gucken wir mal gleich, dass das ein halbwegs sicherer Weg noch wird. Sagte sie und er sprang einfach runter. So, sammeln wir hier die ganzen Pfeiler erstmal auf. Die wir neben geschossen haben. Nein! So. Oh, eine Toilette. Wie praktisch. Zombie rechts. Okay, normaler. Müsste man alles mal anhauen, gucken, ob es Blei ist oder nicht. Lass mal zusammenbleiben. Das ist ja einfach
verdammtes Labyrinth hier unten. Alter. Bist du ein Zombie oder bist du nur ein Müll? Das war Müll. Ja. Hier ist einer, der schläft. Müsste sich auch diese Wasserdinger mal anschauen. Traue mich da gar nicht runterzugehen. Ja, man kann da lang tauchen. Das war so gewollt wahrscheinlich, ne? Ich weiß aber nicht, wo es hinführt und ich weiß auch nicht, wie lange das geht. Ich tauche mal ganz. Okay. Oh, eine Kiste. Da geht's. Erstick mir bitte nicht. Das ist Nein. spannend. Toll, 10 Schuss. Toll. Bin 9 mm. Mir Das geht war die die Luft beste. aus. Nein, Heinrich! Komm hier! Ach, ich sehe dich. Los, tauch schneller, du Horst. Ach, Gott sei Dank. Scheiße, von mir. Komm. Wir hätten das mal gerne so regeln können. So. Ach, das ist normaler Stein, der hier so leuchtet. Ach, die Symbole müssen gar nicht stimmen. Da, wo wir waren, mache ich die Fackeln kaputt. Lass mal kommen. Oh, hier sind sie. Wo bist du denn? Ach, da. Also nach der Aktion haben wir so viel Fackeln. Ah, hier ist ein Ausgang. Hier ist sogar eine Treppe. Nach ganz unten. Alter, ist das hoch. Hier ist die Treppe kaputt. Bams. Ich habe schon so viele gemacht. Kunden jetzt die Schlucht nach geheimen Schätzen. Coole Schlucht. Oh, hier. Hoffentlich weiß gar nicht, dass wir hier unten sind. Wer weiß gar nicht? Scar. Darface? Nein, Scar. Was hattest du für eine Kindheit, dass du nicht weißt, wer Scar ist? Ne, gute. Lass mich raten, das ist hier irgend so ein Disney-Scheiß. Richtig. Und zwar so ziemlich der beste Disney-Film, den es gibt. Der jetzt unnötigerweise real verfilmt wird. Oh, hier ist er. Oh. Ei. Cool. Alter. Geil. Das ist geil. Die verlorene Stadt in 7 Days. Die verlorene Stadt. Das ist ja cool. Das hier hinten, warte mal. Hier ist ein Schild, das will ich lesen. Und hier ist eine Tasche. Ah, ganz National Forest, bla bla bla. Oh! Und schneller! Bei mir! Oh! Komm zu dir! Sehr gut. Ja, ich blute aus gerade. Die schauen uns auf jeden Fall an. Das einzig Blöde ist, morgen ist Tag 56.
Dann müssen wir schon wieder nach Hause, oder was? Tag 56 ist Pluto gemacht. Ach, kacke, ey. Will die verlorene Stadt sehen. Ist das gut? Ein Kochpott. Kann man da drauf gehen, oder ist das eine Falle? Da kann man drauf. Was bist du? Hast du da gerade irgendwie hoch oder so? Ja. Ach, da geht's wieder in irgendeinen Stollen rein. Jetzt noch weiter. Oh, was schreist du denn so? Da war auf einmal ein Zombie. Ah, wo bin ich? Was bin ich? Oh, wieder ein schneller. Ich bin runtergefallen. Komm zurück, wo immer du bist. Ich bin hier. Oh, triff doch. Ich habe mich irgendwo hochgebaut, fast zu diesem Steg. Huch, was habe ich gebraucht? Ah, oh, ist das scheiße. Ich habe ganz vergessen, dass morgen die blutrote Nacht ist. Ja, dann komm, lass wieder zurück. Okay. Fangen wir erst das gar nicht an, das machen wir dann. Warte, aber dann markiere ich das hier einmal, okay? Ja. Scheiß blutrote Nacht. So, ich hab's gespeichert als geheime Stadt. Okay, dann schauen wir uns den Stollen noch ein bisschen an. Wo ist denn hier der Ausgang gewesen? Noch ein bisschen runter. Also, das Ding braucht auf jeden Fall mehr Zeit. Das ist ja cool. Ja. Es ärgert mich jetzt, dass diese scheiß Zombie-Nacht kommt. Kein Bock auf die Zombie-Nacht. Ich glaube, hier in dem Stollen gibt's auch noch genügend. Oh. Hi. Ich glaube, hier waren wir schon. Hm. Aber auch noch nicht komplett. Hier können wir nämlich auch noch lang gehen. Oh. Mhm. Hast du das gerade? Ja, ich sammle die Fackeln ein. Nein, ich will den Bürostuhl nicht mitnehmen. Ach, das passiert mir auch immer wieder. Ist da drunter? Ah, hier ist nochmal so ein 7000er Stein. Okay. Aber das klingt jetzt gerade ein bisschen. Ja, ich weiß noch nicht, ob die schnell sind oder langsam. Sind langsam.
Nur ein paar eben. Achtung, ein Kriecher ist dabei. Okay. Dann buddel ich hier mal. Ich habe hier einen Waffenschrank. Komm ich tiefer? Ja, ich will den 7000er Stein hier platt machen. Ich hatte hier, das war auch so gebaut, das ist so eine Eisenplatten drüber. Und ich dachte mir, darunter könnte was sein und lag mit der Annahme komplett richtig. Sehr schön. Was ist denn? Military Plating. So, was brauche ich denn von euch nicht? Was kann ich denn mal zerlegen? Ja, Cowboy-Hut. Scheiße, das ist mehr als nur eine Ader. Ach ne, nebenbei ist noch Blei. Okay, dann bin ich hier durch. Du hast das auseinandergenommen? Sieht das hier so aus? Ja, ich hatte einen Waffenschrank. Waffenschrank, und dann sind wir hier eigentlich durch, oder? Ich glaube. Da oben irgendwie noch. Ich weiß nicht, was, wo es dahin geht. Komm mal dahin. So. Ah. Okay. Dann waren wir hier schon. Ja. Dann würde ich sagen, düsen wir mal nach Hause. Morgen machen wir einen Tag wieder Vorbereitung, blutrote Nacht. Ja. Und erst dann können wir uns diese versunkene oder vergessene Stadt angucken. Du bist im Weg. Dass man keinen Fahrstuhl bauen kann, verdammt. Raus? Tja. Hier lang. Weil die eigentliche Mission haben wir nicht geschafft. Immer noch nicht. Ja, also sind die noch nicht mal angegangen. Nee, gar nicht, ey. Aber ich glaube tatsächlich, ich würde für den Weg runter in diese versunkene Stadt, würde ich echt eher so eine Leiter aus Frames bauen. Meinst du jetzt außen? Dann müssen wir nicht immer so doof durch die... hier durch, weißt du? Ich glaube, ich fange schon mal damit an. Aua!
Boah, Yucca und Aloe Vera, finde ich, kann man immer gebrauchen. Jo. Aloe Vera ist ein super Snack für zwischendurch in der Wüste. Aua, Kaktus, Alter. Aloe Vera. Yucca meine ich. So, jetzt fahre ich aber. Ja, ich komme mit. Ich glaube, da war meiner. Okay, Vorbereitung, rote Nacht. Und dann. Und dann wird anschließend die verlorene Stadt besichtigt. Schade, ich habe mich so gefreut, hier zu übernachten. Ja. Aber ich glaube, die rote Nacht da wird echt heftig. Ja, oder wir fahren die ganze Zeit in der roten Nacht rum. Cruisen. Und hinter uns eine Zombie-Horde. Toll. Müssten wir eigentlich auch mal machen. Ja. Einfach nur, um es mal gemacht zu haben. Genau. Aber nicht diesmal. Auf jeden Fall haben wir jetzt doch noch ein bisschen was Cooles hier im Wüstengebiet entdeckt. Das freut mich doch irgendwie so ein bisschen. Ja, das ist doch das Geile, wo, man hat ja nur zwei mögliche, ich glaube, gibt ja nur diese vorgefertigte Map quasi vom Entwickler und halt so einfach eine generierte, und bei den generierten hast du nicht so tolle Sachen. Ich glaube, es gibt mittlerweile noch eine andere vorgefertigte Map. Ja? Ich weiß, es gab nur früher Mods, aber ich weiß nicht, ob die jetzt auch auf der aktuellen Version, ob es da auch Mods gibt. Also es gab eine wirklich coole Mod, da kann man dann auch fischen und es gibt mehr Räume und so, aber die funktioniert nicht mehr mit Alpha 17. Ich glaube, die hat sogar mit 16 nicht funktioniert. Ich glaube, die war noch 14 oder 15. Es gab auch eine Mittelalter-Mod. Dann hast du Zombies im Mittelalter. Halt! Ah ne, ist zu spät. Vorsicht! Loch. Vorsicht! Ach ne, ist kein Loch. Ah, aber das ist ein Loch! Oh. Noch ein Loch. Sackgasse hier. Noch ein Loch. Stückchen für Stückchen werden diese Löcher alle noch gefüllt werden. Echt, ey. Scheiß Löcher. Gut, dass du da rauskommst immer. Ja, ansonsten Motorrad leer machen und in die Hand nehmen. Ja. Ach, endlich verbranntes Gebiet. Endlich normale Leute. Die brennen. Jo. Mach du fest, Quert mit an. Hier ist ein Weg. So, sorry. Na, der führt. Der ist eine Sackgasse, der führt zum Haus, sehe ich gerade. Oder wo immer der hinzuführt. War ich hier schon? Auf jeden Fall werde ich gleich wieder ganz viel Eisen produzieren und Holz hacken, dass die Stacheln wirklich schön sind. Du kannst dir ja noch ein paar Blade Traps vorbereiten. Ah, Autos! Ah, ich glaube, hier waren wir. Und hier wird's hügelig. Ah,
Also ich glaube, abgesehen vom Wüstengebiet haben wir diese Map mittlerweile ziemlich. Riesenloch. Ja. Das sind deine kleinen Löcher in der Stadt, sind ein Scheiß dagegen. Das ist ein Krater. Das ist ja asteroidenmäßig. Los, Moped, du schaffst das! Du schaffst das, Moped! Los, los! Los, Moped! Ja, gutes Moped! Ja, komm! Fein machst du das! Schön hast du es gemacht, Moped! Ah, gerade so noch geschafft, ey! Boah, wo ist der nächste Weg? Ich will nicht mehr querfeld einfahren. Doch, tue ich. Alter Schwede, das war ein Megaloch. Das wäre echt scheiße gewesen, wenn ich jetzt da hätte hochklettern müssen, oder? Das wäre auch richtig schlimm gewesen, wenn es ein Loch gewesen wäre, wo du nicht hochklettern kannst. Oh ja. Dann ist. Ja, dann hättest du dir was hochbauen müssen. Richtig. Ah, hier ist ein dichter Wald. Bin nah zu Hause. Ja, dichter Wald, das klingt nach zu Hause. Na, ich komme von hinten. Achso, ich habe noch ganz viele Fackeln. Ich habe letztes Mal schon welche mitgebracht, weil ich die mal kaputt mache. Nö, Reservesprit lassen wir mal drin. Ja, wir könnten auch eigentlich das Video beenden, sehe ich gerade. Ja, könnten wir. Ne? Machen wir jetzt eh nichts mehr Besonderes, oder? Ich sortiere jetzt so ein bisschen das an, was ich mitgebracht habe. Ja, das ist nicht viel, aber der Mensch freut sich. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Und nächstes Mal seht ihr uns dann bei der blutroten Nacht. Genau, ja, müssen wir mal gucken, ob wir euch da die Vorbereitung dafür zeigen. Die kennt ihr ja eigentlich auch schon. Also das typische Reparieren, Neuaufstellen von Dingen etc. etc. Nö, das können wir offscreen machen. Wir haben ja nichts Neues irgendwie, oder? Ja, was wir den Leuten zeigen können da beim Buddeln. Ja, abgesehen davon, also ich hoffe, du wirst noch ein paar Blade Traps aufstellen. Hoffe ich. Und die Elektrozäune können wir noch machen. Ich werde mich darum kümmern, dass die Spitzen aufpoliert werden, sag ich mal. Ja, gucken wir mal. Gut, dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.